Fall hier schmälern, aber wir sollten jetzt mal reingehen und anfangen. Ja, komm. Zahlreiche Akteure der vergangenen Jahrzehnte sind heute zusammengekommen. Es wird höchste Zeit, dass wir mit dieser Ausstellung den Anlass zu einem Treffen geben, denn es werden immer weniger, die ihr Wissen um die Zusammenhänge noch vermitteln können. Durch die Vermittlung unseres inzwischen verstorbenen Archivkollegens Uli Linnemeyer erhielt ich die Gelegenheit, einen Teil des Vorlasses von Ernest Martin zu übernehmen. Damit war für mich auch die unausgesprochene Verpflichtung verknüpft, das Wissen über diese Gruppe, die Bühne, lebendig zu halten. Als Verantwortlicher für die Sammlungen und kommissarischer Leiter des Theatermuseums sah ich mich bei aller Knappheit der zur Verfügung stehenden Mittel stellvertretend für die Stadt Düsseldorf in der Bringschuld. Diese Ausstellung ist unsere Antwort darauf. Lieber Ernest Martin, ohne Ihr überragendes Erinnerungsvermögen und die Materialien aus Ihrem Archiv wäre diese Ausstellung in ihrer Breite und Vielschichtigkeit nicht möglich gewesen. Die Ausstellung hätte ebenfalls in der dargebotenen Form nicht stattfinden können, ohne das äußerst großzügige Geschenk von Siegfried Thieler, der die Gruppe, zu der auch seine Frau Margret als festes Mitglied gehörte, von 1968 bis Mitte der 1980er Jahre fotografisch begleitet hat. Mit der Dokumentation von Alice im Wonderland aus dem Jahre 1981 ist hier eine sinnvolle Zäsur vorgenommen worden. Wenig später wieder ein radikaler Bruch. Mit Peter Weiß, Marat Desart, wird erstmals wieder ein textbasiertes Theaterstück aufgeführt. Dies ist eine Tendenz, die sich bis zur Auflösung der Gruppe hält. Die Phase der textbasierten Aufführungen, die 1984 mit der Gründung des Jutas zusammenfällt, finden Sie im Treppenaufgang, der zur ersten Etage führt.